Liberalismus versucht, eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle Chancen haben und in der sie auch ertüchtigt sind, diese Chancen wahrnehmen zu können. Wenn man also mal ein Schriftstück lesen möchte, in dem sich nicht viel Marktwirtschaft und Liberalismus findet, nimmt man 186 Seiten Koalitionsvertrag dieser großen Koalition. Die Frage ist, wenn Sie etwas versprechen, wie wollen Sie es denn überprüfbar machen, damit der Mensch und geneigte Wähler und Interessent tatsächlich das Gefühl hat, das, was Sie versprochen haben, wird auch faktisch durch Handlungen unterstrichen? Wenn die lernen würde, das Wort Gerechtigkeit wieder in den Wortschatz aufzunehmen, in den eigenen, und sich nicht als Egoistenpartei versteht, dann finde ich sie durchaus eine Partei, die nicht nur in Parlamente gehört, sondern die sozialliberalen Zeiten waren nicht die schlechtesten. Und wir werden doch jetzt bei den nächsten Wahlen sehen, wie viel die FDP bekommt. Ich glaube nicht, dass das Ergebnis wesentlich besser sein wird als bei der Bundestagswahl, obwohl man normalerweise doch einen gewissen Mitleidseffekt für die FDP hätte erwarten müssen. Selbst das ist nicht da. 1957 hatte die Union, da war ich noch nicht mal geboren, hatte die Union das letzte Mal eine absolute Mehrheit. Das wollen wir doch nicht haben, also in Deutschland. Das will nicht mal die FDP, ne? Das wollen die auch nicht. Das Projekt ist das Projekt 2017, der Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag. Naja, also sagen wir mal, als Journalist könnte es einem fast wurscht sein, wenn man sich anschaut, was die Regierung jetzt gerade alles aufführt. Also wir haben ja nicht das Problem, es gibt keine Themen. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Platz und viel mehr Zeit, um all dieses Chaos an den verschiedenen Stellen aufzubauen. Und darzustellen. Aber also ich finde es erstmal ein grundsätzlich tolles Format, weil es Herrn Pfeiffer immer wieder gelingt, tolle Charaktere auf die Bühne zu bringen, die man so ja auch live nicht jeden Tag erlebt. Und das war auch heute wieder der Fall. Eine kluge Gesprächsführung, glaube ich, lockt die Leute aus der Reserve. Und das fand ich sehr gut heute. Eben sich selbst eine Meinung bilden zu können, setzt voraus, dass man sich Informationen besorgt, dass man sie auch abwägt. Und ich glaube, dass die verschiedenen Positionierungen heute genau dafür geeignet waren, abzuwägen, welche der Position man dann nachher recht gibt. Insofern war das für mich ein Abend, der hat mir schon einige Erkenntnisse gebracht. Und ich fand die Diskussion insgesamt auch sehr interessant und anregend und auch sehr gut von Herrn Pfeiffer geführt. Das war eine ganz spannende Runde. Ich fand die auch intellektuell anregend. Ich war ja nun der einzige Linke auf dem Podium. Insofern hat man da ja so ein bisschen Außenseiterstatus. Aber mal darüber zu reden, was braucht es eigentlich an liberaler Kraft und was müsste sich dafür verändern, das hat die Runde eigentlich gebracht. Ich fand sie interessant. Man hat sich zugehört. Das ist im Fernsehen ja nicht immer so. Und man hätte da durchaus noch... Es ist schnell vergangen, die Zeit. Das spricht eigentlich dafür, dass es eine gute Runde war.